Wenn auch Sie wollen, dass Ihr Naturstein 400.000 Jahre hält, wie diese beiden Pyramiden, dann rufen Sie den Steindoktor. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Legen Sie uns Stein in den Weg. Steindoktor TV. Ein paar nützliche Informationen zum Thema Granit und am Ende des Videos ein paar Vorher-Nachher-Bilder, damit Sie sehen können, was wir mit Ihrem Granit machen können. Granit ist ein sogenanntes Hartgestein, im Gegensatz zu einem Marmor, was ein Weichgestein ist. Hartgesteine zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr abriebfest, also sehr hart sind, kratzunempfindlich und meist auch säureresistent sind. Aber passen Sie auf, nicht überall, wo Granit draufsteht, ist auch Granit drin. Ein Granit besteht aus Quarz, Feldspat und Glimmer. Das vergesse ich nimmer, würde der Steinmetz jetzt sagen. Und schwarze Natursteine, dem fehlt dieser Quarzanteil. Das heißt, die bestehen nur aus Feldspat und Biotite. Und ohne diesen Quarz ist der Stein auch nicht so abriebfest und nicht so kratzunempfindlich. Es handelt sich bei diesen schwarzen Graniten, sogenannten Graniten, um Gabbros. Da müssen Sie besonders aufpassen. Also sowieso sehr gut aufpassen, was der Hersteller raufschreibt. Kommt Ihr schwarzer Naturstein, Ihr Gabbro, auch noch aus China, dann haben Sie Doppelpech. Weil dann ist er auch nicht nur kratzunempfindlich, sondern er ist auch nicht säureresistent, weil schwarze Granite, also einige, sind gar keine Gabbros, sondern sie sind Olivinbasalte. Und diese bestehen zu 60% aus Kalk und sind damit auch noch säureempfindlich. Also passen Sie sehr gut darauf auf, was Ihr Hersteller Ihnen für einen Naturstein verkauft. Was können wir jetzt für Ihren Granit tun? Als erstes können wir Granite mit unseren Spezialreinigern sehr gut reinigen. Oftmals, gerade im Außenbereich, neigen Granite zu Verfärbung. Das heißt, er wird gelb. Und da werden die schwarzen Bestandteile aus dem Granit, die Biotite, wandeln sich zu Limonite und das ist Rost und kann von uns mit entsprechenden Rostumwandlern wieder entfernt werden. Außerdem können wir Ihre Granite, wenn sie zerkratzt abgelaufen sind, wieder schleifen, polieren und abschließend farbtonneutral oder farbtonvertiefend imprägnieren. Schützen also für Jahre. Zum Schluss noch die Pflege, ein pH-neutraler Unterhaltsreiniger, nicht schichtbildend, gerade bei Graniten sehr wichtig, weil Granite sehr wenig Wasser aufnehmen können und wenn Sie da seifenhaltige Reiniger benutzen, dann bilden sich Schichten auf dem Stein, diese ziehen den Schmutz an, machen den Stein glatter und laufen sich auch mit der Zeit ab, was ein unschönes Bild gibt. Also ganz besonders achten Sie auf den richtigen Unterhaltsreiniger. Unter dem Video finden Sie den Link zu unserer Internetseite. Dort erfahren Sie weitere Informationen und nützliche Tipps. Wir freuen uns auf Sie. Legen Sie uns Stein in den Weg. Steindoktor TV.